Ach komm, hier läuft ein Grauling hinter dir. Ja. Ein 2-Sterne-Schamane. Autsch, autsch. Dann gehen wir lieber in die Höhle, oder? Der hat ein besonderes Zertifikat. Der ist 2-Sterne-Schamane. Der arbeitet sich noch hoch bei eBay oder Amazon-Bewertungen. Noch eine Höhle. Mhm. Mensch, Mensch. Wahrscheinlich wieder so eine Burial Chamber oder wie die heißen. Burial, Burial. Wir graben. Burial. Burial Chamba. Boreal ist aber, glaube ich, was anderes, oder? Das passt wieder zu der Kälte, aber. Ich frage mich gerade unfreiwillig, ob man in diese Karre reinspringen kann. Aber wahrscheinlich sollte man nicht, wenn ich mir das so angucke. Es geht wirklich. Das ist ja Ah. phänomenal. Ah. So, komm. Kutulinchen Eine, hat ein vier, kleines. eins, zack, zack. Ein kleines Gedicht im Chat Ein dagelassen. Feuer. Ein Wikinger im dunklen Wald. Er ist hungrig, ihm ist kalt. Da sieht er einen fiesen Troll, ob ich den verhauen soll. Spricht's und schnappt sich flugs sein Schwert, denn so eine Trollhaut ist viel wert. Und die Moral von der Geschichte: Der Wikinger, der siegte nicht. Sehr schön. Danke, Sehr schön, Kutulinchen. Linde. Ja. Z, z, z. Okay. Oh, you stand at the prow of a leaping ship. Oh, das konnte ich jetzt so schnell nicht lesen. Z. Irgendwas haben wir Birth gegeben. Ja. Birth gegeben. Sehr gut. A new version of English. Boreal. Also Nico 2 richtet sich jetzt so einen halben Untertagebau ein. Naja, ich baue den Graben so tief, dass der Troll nachher bis zum Bauch drin hängt. Ich habe hier mal eine frühmittelalterliche Autobahn gebaut. Das gucke ich mir mal an. Ob das denn wirklich authentisch ist, was du da gemacht hast. Gibt es da auch wie bei den Galliern so ein Esso-Cook? So. Das wäre eigentlich die frühmittelalterliche Wagenbahn, oder? Ja. Das Spiel ist zu Ende, wenn ihr Nokia erfunden habt. Sehr schön. Das binden wir dann vorne an unsere Äxte zum Hacken. Härteste Material. Also nicht so hart wie Birk. Nee. Birk ist bestimmt härter in diesem Spiel. Das erste Nokia war ja aus Birke. Bekanntermaßen. Oh, unser Wagen ist gleich durch. Das ist nicht gut. Ey, wo kommen die aber auch alle her? Das ist ja wirklich unchristlich. Wir sind auch Ich wollte Wikinger. gerade Was soll sagen, da also, christlich sein? Moment mal, Moment mal. Ist hier nicht irgendwo Kupfer? Ich habe es hier markiert, aber. Außer Kaffeeersatz. Also. Der Wagen fährt weg. Oh nein! Kann ich mal einer die Handbremse ziehen? Rollt also auch bergab, interessant. Ja, aber das ist doch zum Beispiel mal eine spannende Frage, über die man auch historisch sicherlich irgendwie sinnieren kann, ne? Also die ganze Geschichte hier mit diesem Rohstoffabbau und diesem ganzen, ja, diesem Ausbeuten der Natur und ihren ganzen Bodenschätzen, das. Weiß nicht, wie ihr das einschätzt, aber das ist ja irgendwie Kernbestandteil von sehr vielen dieser Art von Spiele, ne? Ja. Ja, du brauchst ja immer Rohstoffe irgendwie, ne? Ja. Also, das finde ich irgendwie halt jetzt ohne es zu bewerten oder so, aber finde ich jetzt schon irgendwie
mindestens interessant. Ja, gerade in so einer Zwischenwelt, in der wir hier offensichtlich sind, denn wo verpuffen sonst Tiere in der schwarzen Wolke? finde ich halt auch, hätte man sowas einbauen können, wie zum Beispiel Glaube an die Götter als Rohstoff oder sowas. Dass man dann anstelle hier stundenlang Hartholz zu schlagen, vielleicht, ja, weiß nicht, was opfert und 3 Stunden ums Lagerfeuer tanzt. Das ist natürlich auch gut. Ja, könnte man eine Tanzmatte dann auch als Schnittstelle einbauen? Ich meine, Extraktionismus ist ja also gegenwärtig immer noch die, wenn wir über Entwicklungstheorien oder so sprechen, die gängigste Variante, ne? Und außerdem ist ja nichts irgendwie zur Verzierung da, also bis auf den Maibaum. Also alles hat Funktion, alles, nichts ist ästhetisch irgendwie, um sich wohlzufühlen. Aber gut, vielleicht liegt das auch daran, dass man hier in der, im Fegefeuer ist. Ja, und das Spiel ist auch, glaube ich, noch sehr weit von dem entfernt, was die Entwickler sich vorstellen eigentlich. Ich habe schon heute, vor kurzem gab es ja so ein Update, was noch kommen soll. Und da gehört unter anderem ein Gewürzregal dazu. Bei der Kochstelle. Mich natürlich gleich gefragt, was haben die wohl für ein gut ausgestattetes Gewürzregal? Naja, kommt drauf an. Durch Handel oder so. Aber ist natürlich in dieser, ich sag mal, Totenwelt oder Fantasiewelt natürlich auch wieder irgendwie Banane. Weil hier kommt ja keiner hin zum Handeln. Aber es gibt einen Händler, oder? Ja. Ja? Oh. Ja. Ja, eigentlich merkt man nicht so viel davon, dass es eine Fantasywelt ist, außer wenn man mal so nach oben guckt und diese Yggdrasil-Äste da über den Horizont fliegen sieht. Aber ich denke, das, was du gesagt hast, sollte man echt berücksichtigen. Ist natürlich Early Access noch und ja, wahrscheinlich noch eine Menge, was da geplant ist, was dann über dieses rein Funktionale erstmal hinausgehen würde, ne? Ja, also sie haben schon gesagt, dass es, dass sie, das Spiel ist halt sehr schnell sehr bekannt geworden und das hat sehr viele Anforderungen an Serverstabilität und Bugs und sowas gehabt, dass sie jetzt auch wirklich lange Zeit gar keine Neuerungen mehr eingespielt haben und die ganze Zeit nur mit diesem Grundfunktionen beschäftigt waren. Also so die Fantasy-Welt wie es hier ist, ist ja auch eine ganz typische Vereinfachung für sie. Sie nehmen halt eine Fantasy-Welt, die aber eigentlich komplett an die Realität, an die von ihnen geglaubte mittelalterliche Welt da angelehnt ist. So können sie sagen, ja, es ist ja Fantasy, aber sie haben den Vorteil, sie produzieren halt was die Leute erkennen. Du musst ja irgendwie schaffen, dass die Leute erkennen, was dein Ding macht. Und ich sag mal, eine Steinaxt weiß jeder, was das macht. Wie heißt das Ding? Staghammer, da kennen sich schon wieder weniger Leute aus. Was zum Teufel ist das? Und so holst du die Leute ab. Sie können recht gut feststellen, was denn da passiert, was denn die Basics sind. Und das andere Zeug, das kann man sich dann aneignen. Dass man für eine Holztür Holz braucht, ist logisch. Und ein Stück weit stelle ich gerade fest, also die Tatsache, dass man hier in dieser Traum- oder Nach- oder Jenseitswelt oder was auch immer hier unterwegs ist, das begrenzt ja auch irgendwie das Problem, was man, weiß ich, Probleme nicht, aber irgendwie ist das ja schon komisch, ne? Also man baut jetzt hier irgendwelche Lager, klar, irgendwie so kleine Dörfer kann man das ja nicht nennen, aber so irgendwie so Minisiedlungen und sonstige Geschichten in die Landschaft, ne? Wie jetzt vorhin, werden dann Wege gebaut, man baut die Rohstoffe ab, also man baut ja eine richtige Infrastruktur da auch hin. Und wenn man das mal vergleicht, jetzt sagen wir mal mit so einer historischen Situation, dann würde das ja nun wirklich Wochen, Monate dauern, das irgendwie hinzubauen. Und in so einem Videospiel geht es halt immer irgendwie von jetzt auf gleich, innerhalb weniger Minuten oder Stunden klatscht man das dahin mit relativ wenig Arbeit. Und das ist natürlich in so einer
Halb-Fantasy-Welt natürlich viel besser zu erklären, als wenn man jetzt sagt, irgendwie, ja, wir sind jetzt hier irgendwo in Skandinavien im, keine Ahnung, 9. Jahrhundert und machen eben oder genau das. Oder in Böhmen des 15. Jahrhunderts. Ja, oder in Böhmen des 15. Genau. Aber das ist ja eh super, weil so können sie ja so Sachen wie Tod halt sehr einfach abfangen. Weil du bist halt hier nicht tot, sondern du lebst dich einfach wieder, weil du bist ja im Jenseits. Weil solche Fragestellungen ja immer den Spiellogiken unterworfen werden. Hm. Ja, auf jeden Fall. Bei Pac-Man wird auch nicht gefragt, warum der so viel essen kann. Mhm. Und vor allen Dingen, weil ja so, ich sag jetzt mal, diese typischen Survival-Crafting-Mechaniken und was nicht alle hier Bestandteil ist, die sind ja auch schon lange, ich sag jetzt mal, fast schon eingeübt und bekannt, ne? Also die erwarten die Spielerinnen und Spieler ja noch ein Stück weit, ne? Ja. Also du kannst jetzt ja nicht so ein Spiel machen und sagen, ja, nee, aber bei uns funktioniert das jetzt alles 180 Grad in die andere Richtung. Dann würdest du dir ja irgendwie auch... Wäre dir nicht auch ein bisschen dankbar, wenn es mal so wäre? Ja, ich glaube ein Stück weit ja, aber ich glaube, eine Balance zu finden zwischen, das ist jetzt alles neu und fremd und irgendwie komisch und dem, was man halt schon kennt, ich glaube, das ist... Kommt halt auch drauf an, wie die Zielgruppe definiert ist, ne? Wenn du jetzt sagst, du hast irgendwie, du bist jetzt Assassin's Creed zum Beispiel, jetzt ist ein ganz anderes Genre, aber hier Ubisoft, die werden natürlich immer ein Spiel produzieren, was irgendwie für deine Oma, für den Neffen, für das kleine Kind in Anführungsstrichen, was für jeden zu spielen ist, wo jeder relativ leicht reinkommt und mal ein paar nette Stunden oder Minuten hat. Und wenn du halt ein Spiel hast, was von einer kleinen Gruppe irgendwie gespielt wird, dann musst du auf solche Sachen gar nicht so stark achten, so wie Zugänglichkeit oder so, ne? Ich finde schon, dass nachdem wir irgendwie am Anfang 2013, 14, 15 gehört haben, dass alles unwissenschaftlich, mach dir bloß nicht deine Karriere damit kaputt. Ich finde, wir sind ein ganz gutes Stück gekommen. Ja, zumal, weiß ich ja nicht, ich bin ja jetzt schon länger aus der Wissenschaft ganz raus, aber Karrieren kaputt machen, das geht auch mit anderen Themen und ohne, dass man was mit Videospielen macht, ne? Also, das ist sowieso alles irgendwie, ne? Wenn wir momentan diese ganze Diskussion um die Befristungen und die Drittmittel und den ganzen Kram haben, ne? Ja. Also, Geisteswissenschaften und Karrieren, das ist so eine Sache, ne? Na, ja. Wir nehmen ja in meinem Artikel auch noch Stellung dazu auf der Webseite, aber es ist halt schon so, dass das System nicht gerade förderlich ist für Dinge, die so wie wir hier neu sind und neu ausprobiert werden. Hm. Genau. Oh, ein Dungeon. Wir hatten hier auch eine Landesförderung. Da kam im Endeffekt auch so der klare Gedanke, umso konservativer und normaler die Projekte, umso eher werden sie durchgewunken. Hm. Ist das nicht bitter? Ich meine, Forschung war doch mal ganz anders konnotiert. Nicht der kleinste gemeinsame Nenner von Professoren und Professoren, die halt schon irgendwie 30 Jahre im Geschäft sind, sondern neues, innovatives. Aber da kommst du halt nicht weit. Ja, leider. Das fordert halt sehr viel nachhaltige Hartnäckigkeit, ohne dass das System einem dafür irgendwelche Unterstützung gibt. Das ist eben das eigentliche Problem. Ja. Und vor allem auch in Zyklen, die dann 4, 5, 6 Jahre dauern, bis man sich irgendwie durchgesetzt hat, dass sowas wie Videospiele ein Thema sein können. Und dann ist man auf 1 bis 3 Jahresstellen beschäftigt. Das ist sehr sinnvoll. Mhm. Vor allem, wenn man dann aus jeder Ecke hört, ja, das aber mit dem Spielen, das ist doch ganz schön aufwendig. Wie grenzen Sie denn Ihren Arbeitsaufwand ein? Aber Sie haben nur 3 Jahre Zeit. Also machen Sie schnell. Ich finde, wir haben über die letzten Jahre ja schon eine ganze Menge Antworten darauf geliefert. Also durch praktische Projekte oder das Manifest oder so. Oder die Zusammenarbeit damals mit der Hamburger Fachdidaktik, mit Daniel Giere noch, mit den Unterrichtsentwürfen. Ich meine, ich kann jetzt auch sagen, dass das alles nicht anwendbar ist wie manche, aber es ist halt ein Schritt in die richtige Richtung. Sag mal, habe ich eigentlich unser AK-Logo vergessen? Das gibt's ja gar nicht. Es fällt mir jetzt erst auf. Nein! Nein, diese Profi-Streamer! Oh Gott, Moment, Moment, Moment. Aber Moment, ich meine, die sind doch so bekannt mittlerweile, das braucht man doch gar nicht mehr, oder? Hier, oder? Nee. Ach du meine Güte. Boah.
Weiter unten, weiter östlich. Ich hab's markiert, damit wir es nicht vergessen. Ich bin schon mal in den Dungeon rein. Leute, achso, okay. Macht euch bereit. Oh, da kommt eine Armee. Ja. Okay. Hammer ist gezückt, wo ist sie? Das ist ja strange. Das ist ja alles ganz komisch irgendwie. Ich habe schon wieder nur eine EPS-Datei bekommen, obwohl angeblich eine PNG drin sein soll. Jetzt werde ich doch hier langsam fuchsteufelswild. Sehr schön. So, und jetzt baue ich uns hier, da wo es hingehört, das Logo ein. Geil, wir haben neben dem Lager nennen wir jetzt einen schwebenden Felsen. Guck mal, jetzt haben wir auch ein Logo im Stream. Ist das nicht toll? Juhu. Ping ist ja echt nicht so. Ist ja nicht lang. So, erneut in den Boreal Chambers. Ja, kann man die auch züchten oder wie soll man daran kommen? Theoretisch über Schweinezucht. Ja, Hirschfälle brauchst du dafür. Ah, die gar die nicht, ne? So, werden hier Banausen hingeschrieben. Sieht ihr jetzt? Keine Ahnung. Mach doch gleich alles in Bronze. Das zählt mit zum Gesamtgewicht, deswegen hat er es nicht aufgehoben, das wusste ich nicht. Es stammt aus Amidas persönlicher Rüstungssammlung. Na, dann ist ja wenigstens authentisch. Oh, jetzt wird hier schon der YouTube-Beef ausgepackt. Eieiei. So sind wir. Sehr schön. Historiker kommentiert. Mhm. Historiker kommentiert Nikos Hose. Soll ja auch jetzt guckt, total niedergeschlagen und betröppelt, tropft er vor sich hin. Also wenn du mir was abgeben willst, damit du wieder gehen kannst. Ich weine gerade über meine Hose. Ich hab die auch, glaube ich, schon voll gepinkelt. Guck.